So, da kann er ihn jetzt nochmal treffen. Das Problem ist, da ist noch ein IS-3, auf den muss er ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss er aufpassen, sonst ist er schneller weg, als er gucken kann. Ja, und der IS-3 baust zum Glück auch noch. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Ich bin der Ray. Ja, und heute haben wir eine Replay von Vivictus. Ich hoffe, ich sprich's richtig aus. Er ist hier im Zug unterwegs mit dem Phony Mac Ring Ring. Geiler Nick. Und dem DJ Oberlix. Ja, er selber ist hier mit dem STB-1 unterwegs. Tier-10 Medium-Panzer der Japaner, beziehungsweise der einzigste Tier-10-Panzer der Japaner. Zum ersten Mal hier auf dem Kanal, zumindest wenn man jetzt mal von den Previews absieht. Ja, bei den Replays definitiv das erste Mal. Togethers hatten wir ihn auch noch nicht. Ja, sehr geiler Panzer, sehr ähnlich zum Leopard 1. Aber bevor wir hier mehr auf den STB-1 eingehen, schauen wir doch erstmal, was überhaupt die ganzen Top-Tiers hier sind. Und da haben wir bei ihm im Team noch einmal ein E-100, ein E-50M, dann sein Zugpartner ebenfalls mit dem STB-1, somit zwei STB-1 bei ihm im Team, dann ein Badjet 155-58 Arti und ein Conqueror. Bei den Gegnern haben wir ein IS-7, ein T-57 Heavy, ein Objekt 140, ein T-110 E-3 und ein Objekt 261 Selbstfallerfette oder Arti, wie man es auch immer aussprechen möchte. Somit hat sein Team ein Tier-10er mehr. Allerdings der eine Tier-10er mehr ist auch eine Selbstfallerfette, da haben die Gegner dann dafür den EV-3805, also ob jetzt Tier-10 oder Tier-9 Arti, nimmt sich jetzt nicht ganz so viel, würde ich behaupten. Ja, es ist, oder es wird gespielt, Standardgefecht auf Jarkov, Charko schreibt man es, aber Jarkov wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ja, ist eine, wie gesagt, eine 10er-Runde mit ein paar 9ern, mit ein paar 8ern. Ja, da geht auf jeden Fall, denke ich, schon was. Muss aber dazu sagen, zum STB-1, da ja sehr ähnlich zum Leopard ist, ist das jetzt nicht unbedingt die beste Map, weil es doch mehr eine Stadtmap ist. Und ich denke auch gerade mit dem STB-1 sollte man auch so wie mit dem Leopard 1 vielleicht schon ein bisschen gucken, dass man so ein bisschen in den Fernkampf geht. Der Vorteil beim STB-1 ist einfach, dass er einen relativ gute Turmpanzerung hat. Das heißt, da bounced ab und zu auch mal was, was beim Leopard halt gar nicht der Fall ist. Vielleicht werden wir den einen oder anderen Bouncer hier auch noch erleben. Ich bin gespannt. Jetzt schauen wir erstmal. Ja, er kriegt jetzt erstmal vom Rheinmetall-Borsiger auf Waffenträger erstmal richtig eine in die Fresse. Das war natürlich nicht so cool. So, ich entschuldige mich an dieser Stelle auch mal wieder für diese leichten Ruckler. Das liegt einfach an diesen Mods, die ich drauf habe, dass das hier manchmal nicht so richtig abgespielt wird. So, jetzt haben wir hier den T-34, den er jetzt hier noch mehr oder weniger abstaubt oder rausnimmt. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Das ist noch ein IS-3, der trifft ihn jetzt auch noch. Ah, und der Rheinmetall bleibt stehen. Wie ärgerlich. Und somit kann der Rheinmetall ihn nochmal treffen mit 500 Schaden. Somit hat er jetzt nur noch 601 Hitpoints. Also er hat jetzt hier zwei richtig blöde Treffer nochmal kassiert. Ja, es ist halt das Problem. Der Vivictus will jetzt hier natürlich ein bisschen seine Manövrierbarkeit ein bisschen ausnutzen, ein bisschen in Bewegung bleiben. Und das hat jetzt aber halt nicht so gut geklappt, weil er jetzt jedes Mal mehr oder weniger ins offene Feld gefahren ist und auf die draufgekommen ist. Es ist hier noch ein M46 Patton, der jetzt aber allerdings bounced. Da haben wir jetzt diesen Fall, wo jetzt beim Leopard höchstwahrscheinlich ein Treffer gewesen wäre. Und hier eben nicht. Jetzt bauen wir es dann nochmal. Da sehen wir mal, dass der Pettenspieler nicht so richtig weiß, wo er hinschießen soll. So, da kann er ihn jetzt nochmal treffen. Das Problem ist, da ist noch ein IS-3, auf den muss er ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss er aufpassen, sonst ist er schneller weg, als er gucken kann. Ja, und der IS-3 baust zum Glück auch noch. So, jetzt hat er hier wirklich wenig Hitpoints, macht aber so mit dem dritten Kill, rächt sich am IS-3, muss jetzt aber allerdings richtig aufpassen. Ja, wie steht es überhaupt aktuell im Match? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, es steht 3800 Hitpoints zu 7300, sorry. Also es steht sehr, sehr schlecht für sein Team, haben gerade mal halb so viele Hitpoints wie die Gegner. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, ob da ja noch was geht. Bei ihm Team noch ein E-100, dann er und sein Zugpartner mit dem STB-1. Genauso auch noch der andere Zugpartner mit dem Conqueror. Ja, die Gegner haben da ein bisschen bessere Karten, meiner Meinung nach noch. Ich bin mir mal echt gespannt. So, da haben wir einen T-71. Dem muss er auch ein bisschen aufpassen. Der kann ihn auch relativ einfach rausnehmen.
kann er vielleicht gegen die Arti was tun. Muss aber aufpassen, da ist ja irgendwo auch noch das Objekt 261. So, da ist jetzt der T-71 und der, wenn der jetzt nochmal trifft, dann ist hier fertig. Tut aber erstmal nicht, er verzieht sich da nach hinten. Und ja, diesmal war er schneller, der Victis, und somit überlebt er das Ganze. Boah, und der FV schießt auch. Zum Glück daneben. Jetzt kann er ihn, je nachdem, rausnehmen. Oder beziehungsweise er sollte ihn eigentlich rausnehmen. So, im Nachschuss noch. Boah, da war noch ein Isu, der sich da versteckt hat. Da muss er jetzt richtig aufpassen. Und dann haben wir auch noch das Objekt 261, was hier ausstand. Und, oder immer noch steht. Jetzt gleich stand. Was gerade geschossen hat, zum Glück gegen das Wrack. So, den kann er jetzt rausnehmen. Der Isu kommt nicht im Hintergrund. Der hätte jetzt auch eigentlich draufschieben müssen, tut er nicht. Aber trotzdem, das war jetzt echt nochmal glücklich, muss man sagen. Er hat auch selber geschrieben in der Beschreibung zum Replay, dass es am Ende noch ein bisschen Glück dabei war. Das kann ich so aktuell unterstreichen, aber naja, zu guten Runde gehören meistens auch Glück. Also ist ja auch okay. Hatten wir ja schon oft den Fall, dass das Glück halt immer ein bisschen dazu zählt. So, jetzt gucken wir mal, wie es noch aussieht. Ja, aktuell. Sie liegen von den Hitpoints immer noch deutlich zurück. Allerdings führen sie von den Panzer her. Das heißt, sie können mehr Schaden austeilen. Und somit können sie sich das schnell wieder relativieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Top-Tiers von den Gegnern sind alle weg. Jetzt kann er hier den IS-3 noch rausnehmen. Sehr schöner Schuss. Geiler Trickshot. Macht somit den 8. Kill. Holt sich die Radley Walters Medaille. Ja, und jetzt haben wir noch einen Isu 152 über. Und der hat noch relativ viel Hitpoints. Ihr seht, 1010 bleiben noch stehen. Das ist fast noch Full Life. Ja, mal gucken, ob er den auch noch rausnehmen kann. Ich meine, sie haben jetzt noch einen E100, der aber allerdings auch nicht mehr viel Hitpoints hat. Zwei Selbstfallerfetten. Also von der Anzahl könnten sie es auf jeden Fall was reißen. Allerdings ist halt natürlich, der Isu macht natürlich jetzt bei jedem einen One-Shot, das ist klar. Und er hat auch nicht wenig Penetration, das heißt, er kommt auch beim E100 durch, wenn er will. Da muss er jetzt schon aufpassen. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gut, ich meine, das ist ein TD. Wenn er jetzt geschickt umfahrt, kann der Isu-Spieler jetzt nichts machen. Da hat er sich sehr schön angeschlichen, muss man auch sagen. Der Victis nutzt genau nämlich diesen Vorteil, dass er schneller in Manövrierbarkeit oder schnellere Manövrierbarkeit hat im Vergleich zum Isu. Ja, und holt ihn weg, macht seinen 9. Kill, 4643 Schaden. Sehr schön. Schauen wir uns das Ganze auch mal gleich an. Und da sehen wir, er hat den Panzer damit gemeistert. Er hat die Radley Walters Medaille, wie schon gesagt, geholt. Er hat den Großkaliber geholt und den Krieger selbstverständlich. Ja, ich würde sagen, schauen wir das Ganze direkt im Teamscore an. Da sehen wir, der führt auch ganz deutlich mit 1282 Erfahrungen das Ganze an, ist der höchste überhaupt im Erfahrungswert. Dann, ja, 4643 Schaden, auch den höchsten Wert natürlich, sonst hätte er auch den Großkaliber nicht geholt. Ansonsten gucken wir mal, wer ist bei den Gegnern so, ja, Centurion hat fast 3000 Schaden gemacht, der IS-7 fast 3000, ansonsten der T-57 Heavy auch fast 3000, allerdings, ja, ein T-57 Heavy, der kann auch schon mal ein bisschen mehr machen, das wissen wir ja. Ja, ansonsten fällt mir da jetzt nichts großartig auf, wo ich jetzt sagen müsste, boah, außer dass vielleicht eben der Isu-Spieler, der bis zum Schluss gelebt hat, null Schaden gemacht hat. Das spricht nicht gerade für den Isu-Spieler. Ja, schauen wir das Ganze mal detailliert an. Da sehen wir, er hat hier 19 Schüsse abgegeben, 18 davon haben getroffen und die 18 sind auch durchgegangen. Das spricht einfach auch für die sehr gute Kanone, die, wie gesagt, eigentlich mehr oder weniger dieselbe ist wie auch vom Leopard. Ein bisschen, glaube ich, schlechtere Genauigkeit, aber der Durchschlag ist fast derselbe und der Schaden sowieso. Ja, Schaden 4643 ist ein guter Wert, würde ich sagen. Hat selber 8 Treffer erhalten. 6 davon sind durchgegangen, 2 nicht. Beziehungsweise es waren eigentlich 3, glaube ich. Wobei es waren auch Kettentreffer, die zählen da ja nicht dazu. Naja, egal. Auf jeden Fall 780 Schaden durch die Panzerung geblockt. Das wäre mit einem Leopard nicht möglich. Da ist einfach der große Unterschied zwischen den beiden, wo ich dann auch sage, dass der STB-1 wahrscheinlich der eher in die Richtung Allrounder gehen könnte als der Leopard, wobei ein Allrounder würde ich den STB-1 bei weitem nicht bezeichnen. Da gibt es andere Panzer,
die das besser erfüllen, diesen Zweck. Ja, er hat einen Gegner gespottet, 9 beschädigt, 9 zerstört, hat 806 Schaden durch Spielerunterstützung gemacht, er hat 36 Verteidigungspunkte eingespielt, dadurch, dass er ja den ISO im Cap zerstört hat oder zurückgesetzt hat. Er ist 3,35 Kilometer gefahren, hat 69.706 Credits eingespielt. Abzüglich Reparaturen und Munition hat er einen Gewinn von 4.768 gemacht, hat 1.923 Erfahrungen eingespielt. Und somit, ja, war das eine starke Runde. Definitiv, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Vaevictis. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Vaevictis, keine Ahnung. Ja, ich sage auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Einsenden von Replay. Vielen Dank auch vor allem, dass du ein STB1 gezeigt hast. Japaner haben ja allgemein noch nicht so viel gezeigt. Von dem her sehr schön, dass das gezeigt wurde. Von den Kills her, 9 Kills. Ich würde sagen, ja, in dem Monat, boah, da haben wir einige Kills. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass in diesem Monat, je nachdem, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein Replay auch dabei, wo es, glaube ich, ein bisschen auch wieder ein paar mehr Kills gibt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen. Ja, das war es eigentlich im Groben. Ich weiß nicht, ob ihr das Infovideo unter der Woche gesehen habt oder vor ein paar Tagen. Dazu will ich eigentlich jetzt groß gar nicht so weit eingehen. Ich würde sagen, das sage ich vielleicht in der Folge, die am Montag erscheint. Vielleicht gehe ich da nochmal ein bisschen drauf ein. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich nochmal fürs Einsenden vom Replay. Ich bedanke mich fürs Einschalten überhaupt. Falls euch das Replay, die Folge gefallen hat, geht doch gerne ein Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen. Ich bin auf jeden Fall raus und bis dann. Ciao, ciao.